Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir machen jetzt überall Wasser rein. Jetzt haben wir schon bei der Brauerei schon mal einmal erledigt. Jetzt fahren wir hin zum Malz zurück und werden das da auch erledigen. Und dann gehen wir auf den Hof bei und werden dann die restlichen Fahrzeuge durchchecken. Wenn wir später von können, wenn voll gewesen wäre. Jetzt lohnt sich nicht groß zurückzuspringen, weil er gleich wieder voll ist. Ja, was haben wir noch vor? Wir müssen noch ein bisschen hier Holz machen. Reicht leider nicht. Dann muss das Holz später nochmal in Richtung Sägewerk gefahren werden. Das wäre hier. Sägewerk ist da. Ja, und dann werden wir sehen. Jo. Hier wäre noch ein schöner Wald, ne? Aber ich denke mal, wir haben hier zu tun, wir haben einfach schon ein bisschen nachgepflanzt und da haben wir auch noch so zu fällen und da auch noch. Die Ecke auch noch. Ja, na gut. Wir werden noch ein bisschen zu tun haben. Und ja, wir haben Schulden von 2,8 Millionen. Und hoffe ich ja, dass wir heute Nacht bei BGH ein bisschen was kriegen, ne? Die arbeiten übrigens auch schon. Gebäude, Kraftstoff, Einnahmen, Ernte, kann man nicht meckern, ne? Und Einnahmen BGH 201.000. Letzte Nacht, ne? Die Nacht, die auch was kommt. Was nur genau, weiß ich auch nicht. Aber jetzt bezahlen wir was zurück. Und da haben wir nicht viel, ne? So, jetzt haben wir zum Mal zurück. Wir haben ja nicht viel, wir haben zum Rückhalten, wir haben höchstens 10.000 zurückzahlen können, ne? So, dass die Malzfabrik läuft, ne? Dann schauen wir gleich, ob was noch alles noch fehlt. Wird nicht viel sein, aber mal sehen, was passiert hat. Wasser ist noch da. Okay. Halt. Da müssen wir nicht reinfahren. Wir fahren hier vorne an. Ja. Passt. So, Weizen, Gerste, okay, haben wir nicht so viel, aber mehr haben wir nicht. Mittlerweile haben wir 11.100 Schweinefutter und 4.000 Malz, das ist gut. Dann gehen wir ganz kurz gucken bei der Brauerei, wie es da aussieht. Denn da ist ja der nächste Malz. Ein bisschen mau aus, aber gut, wir produzieren ja gerade, ne? Also Gerste und Hopfen haben wir noch. Ja. Wasser haben wir genug, Bier haben schon wieder 40.000. Gut, bei 200.000 können wir zwei Ladungen wegfahren, ne? Also dauert noch ein bisschen Malz, naja, gut, wie man so sieht, aber 6 Stück. Naja, ein paar produzieren wir noch und dann dessen ist das ja wieder alle. So, Leppaletten haben wir noch genug. Die nächsten, die wir produzieren, gehen ja alle Richtung Rausch noch. Da geht ja alles Richtung Gras weg. Richtung Tierproduktion hier, Schlachterei, Schlachthof. Ja. Lass noch ein bisschen leer machen. Wir gucken mal auf den Hof. Brauchen einen Traktor. Oder das hier. Den können wir auch gleich waschen, ne? Schneidwerk extra haben wir nicht dabei. Nö. Den können wir gleich mal reparieren und waschen und dann. Gehen wir gleich rüber zum nächsten Fahrzeug und wenn die das Wasser dann rüberfahren zum Auffüllen zur. Jo, genau. Das macht aber nichts. Wir stellen uns an heute. Ja, das habe ich gesagt. Machen wir gleich waschen. Getankt brauchen wir nicht. Das ist ja hier. Gut, dann reparieren wir gleich. Hier mal Leute mal waschen, ne? Ist ja nicht so mistig, aber
Ein bisschen mehr schon, ne? Ah, zu viel. So. Fahren wir den guten Jungen. Unterstand, ne? Ja. Dann vielleicht den nächsten Düngesteuer oder den Drescher. Das müsste Wasser eigentlich wieder. Ja. Fahren wir gleich hin zum nächsten Düngersteuer. Soll man nicht vergessen, ne? Stellen wir schön an. Und der ist sauber, den können wir gleich mal nach Halle fahren. Aber erstmal geht's zum zurück. Wieder voll machen, ne? Das sind Sachen, die wir jetzt mal erledigen müssen. Also Malzfabrik, das läuft, und Brauerei auch. Alles andere haben wir sowieso nicht mehr. So. Alles andere wird ja dem Augenblick nichts, weil wir da die müssen wir reparieren, ne? Und waschen vor allen Dingen. Damit wir zur nächsten Ernte alles schön machen können. Da einsteigen können und loslegen können, ohne groß vorher noch was reparieren zu müssen. Durch sogar noch vielleicht auf dem Feld oder so, ne? Mal jetzt kurz gucken, wie voll der Tank war. Ich meine, der hat einen großen Tank, von daher ist nicht ganz so gefährlich, aber wir haben auch ein Tankfahrzeug, ne? So können wir das auch nicht, aber ist doch störend, wenn wir extra immer hinfahren müssen, ne? So, ist auch wieder sauber. So, tankmäßig. Wäre noch sicherlich was möglich, ne? Ein bisschen Sprit, Diesel, ne? Wir fahren nur Diesel. Ich danke auch, Campuccino. Den fahren wir jetzt in den Unterstand wieder, da wo wir vorhin auch waren. So, dann nehmen wir den anderen jetzt weg. Den fahren wir da alle rein. Und dann bleiben nur die großen Maschinen hier stehen. Ich muss überlegen, habe ich das hier vorne getan? Man muss sich eigentlich immer angewöhnen, einen festen Platz. Da braucht man auch nicht lange suchen, ne? Ja, aber das ist nicht so einfach. Mal so vom Gerät ein Foto machen und dann wird man das Foto auf der Bodenhalle platzieren. Wenn sowas gehen würde. In der Theorie geht alles. In der Praxis. Muss ich jemand sich finden, der das kann. Ich kann das nicht. Und so wird hier von dem Gerät ein Foto von oben machen, zack, und dann das Bild auf dem Boden ungefähr da platzieren, wo er es ungefähr stehen sollte. Ne? Nur ungefähr, dass man die
Maschine genau dahin fährt, wo man dann entsprechend hinhaben möchte. Da sind mal zwei Geräte, die fahren wir auch noch weg. Drei, oh jo. Dann können wir gleich den Drescher nehmen hier und auch reparieren. Der sieht irgendwie auch heile aus, der Fingersteuer. Ja, ist heile. Für 1%. So, Wasser. Dürfte voll sein. Jupp. Und jetzt, wenn man den Farm so verpacken kriegt. Und da war noch ein bisschen Luft. Ne? Also. Weil das sind 70.000 Liter, ne? Das ist ja schon eine ganze Menge. Und schweren Anlass. Fährt sich schwierig so voll. Also Lenkung fast gar nicht möglich. 50 Tonnen, naja. Müssen 70.000 sein, oder so. Die Mod gar nicht aktiviert hier mit relativ Gewichten. Das schon. Ja, die Lage muss noch rein. Alles offen, das ist gut. Auch die anderen machen wir jetzt auf, wenn es weit ist. Ne? Könnten wir noch einmal Rübenschnitzel fahren. Müsste auch noch was da sein. Aber ich werde jetzt, wenn wir ein extra Fahrzeug haben, einen Wassertrigger, einfach da vor Ort hinstellen und dann braucht kein Fahrzeug hier wieder mal fahren. Ne? Ja auch ein Blödsinn, ne? Ups. Ja, das ist Sägewerk, da ist genug Wasser. Aber da wollen wir doch gar nicht hin. Nur Holz. Was wir auch noch machen müssen, nützt ja auch nichts, ne? Ja, da ist. Ja. Da war auch richtig gewesen, ne? Aber noch arbeiten die. Noch. Wie gesagt, Wasser ist bis zur Eisenbahn. Ist ja noch gut drinne. Du kannst den Boden abkippen. Abladen. Da haben wir's. So, gut. Kommen wir zurück jetzt im Hof. Hm, sieht auch so mistig aus. Aber da wäre das kein Problem, da geht's schnell. Weil da ist es ein bisschen einfacher. So, den nächsten Drescher fertig machen. Ne? Und dann den nächsten, dann den nächsten, und dann den nächsten. Mehr haben wir nicht. So. Geht mir auch ganz gut. Können wir gleich mal zumachen. Und mal gucken. Wenn wir auf Umstellen auf Drescher. Geht jetzt nicht zu, also X. Oh. Oh, N und X. So, danke. Ich höre das Rauschen. Krieg Durst. Haben sie kurz Lautsprecher hinten im Weg. So. Klick. Und das ist doch teuer. Mineralölsteuer wird sich freuen.
Aber irgendwann stellen wir uns selber her. So. Hier mal kurz reparieren. So. Wieder reparieren. Ja, nicht. Beide verkauft. Aber zum Glück kommt da immer die Frage, willst du wirklich verkaufen? Und dann kann man sich immer noch entscheiden. Nein. Ich will nicht. Mir schön ist. Ja, schön sauber, ne? B2, habe Fisch. Habe Fisch. Das dürfte reichen. Jo, jo. Ja, Wasser haben sie alle gekriegt jetzt im Prinzip. Wird eine Weile reichen. Hackschnitzel könnte man noch mal hinfahren, theoretisch. Haben wir noch. Das haben wir auch schon mal gewaschen gehabt. Das stellen wir daneben. Alles zur Ernte. Wäsche 1, 2. Schön nebeneinander. Den nächsten auch gleich. Da hängen wir gleich mal das Snidewerk an. Dann wollen wir gleich mal den Deckel zumachen. Okay. Und X. Lange Rohr knicken, ne? Ja, da waren sie, dass die Gelenke aushalten müssen, ne? Füße bewegen sich nicht. Das ist das Originalmotor, aber sie müssen sich bewegen, die Füße. Aber gut. Wenn der Rest stimmt, ne? Sound und so, ne? Dann geht's. So, den fahren wir auch noch Reparatur. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Passt alles? Ja, denk schon, ne? Winke Winke, ciao ciao. Ja, bis dann, ne? Tschüss.